Können Hacker uns bald fernsteuern? Neuralink verspricht Blinden wieder sehen zu können. Elon Musk, der hinter Neuralink steht, verspricht Gelähmten wieder gehen zu können. Eine KI auf dem Chip wandelt also die rohen Hirndaten um und schickt die dann wiederum an die App. Das muss man doch einfach mal weiterdenken. Wenn du dein eigenes Gehirn dann oder den Chip, den du im Kopf drin hast, mit dem Smartphone steuern kannst, wie schwer ist es dann noch, dass irgendein anderer mit seinem Smartphone dein Gehirnchip steuern kann? So? Oder derjenige, der die Technik erfunden hat, mit irgendeinem anderen Gerät das Ding... Bro, hör auf. Ich liebe euch alle, egal ob ihr schwarz oder weiß seid, ich spielt keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Lovelock Highlights. Ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Liebe geht raus an die ganze Community. Und zwar ziehen wir uns ein Video rein, welches heißt, können Hacker uns bald fernsteuern? Elon Musks Neuralink. Hacker, Edenman, Alter, wir haben uns schon mal ein Video darüber reingezogen und dann haben wir auch schon die Theorien angeschmissen und uns mal vorgestellt, wie das wäre, wenn dann andere Leute sich quasi in diesen Chip reinhacken können und so. Und ich bin überzeugt davon, dass diese Art von Entwicklung kommen wird, dass wir irgendwann uns mit dieser technischen Welt, die ja hier schon den ganzen Tag in unserer Hosentasche drin ist, so, in unserem Körper ist, so. Und dass viele Leute auch da mitmachen werden. Und heute haben wir mal ein Video von jemandem, der aus der IT-Branche selbst kommt und ein bisschen besser erklären kann, wie das funktionieren könnte eventuell mit den Hackerangriffen auf dein Gehirn. Und das ziehen wir uns jetzt rein. Ich fand das sehr interessant. Daumen nach oben da lassen, Kommentärchen schreiben, Kanal abonnieren und los. Neuralink darf jetzt Experimente am Menschen durchführen. Endlich. Also zumindest, wenn es nach den Machern von Neuralink geht. Es ist ja so, ich würde wahnsinnig gerne meinen Körper so verbessern wie in Cyberpunk 2077. Braucht man ohnehin ein neues Knie? Warum nicht gleich eins reinbauen, das dann auch einen Sturz von über 10 Metern übersteht? Naja, das kann Leben retten, klar. Oder aber wir verbessern unser Gehirn. So wie Elon Musk das immer wieder bewirbt in verschiedensten Podcasts und Talkshows und überall anders, dass wir... Oder wir gehen einfach auch mal wieder an die Ursprünge der Krankheiten und der Probleme, die die Menschen heutzutage haben und versuchen mal da anzugreifen und da irgendwas zu lösen, so weißt du? Ich kann immer wieder nur den Talk, auf den wir reagiert haben, von Robert Beetz verweisen, wo es auch um so die gesamte menschliche Gesundheit geht und was alles für Probleme sorgen kann und dass sehr viel aus unserem Gehirn, aus unserem Mind kommt und aus dem, was wir in der Vergangenheit erlebt haben, aus dem, was wir uns täglich reinziehen, wie wir denken über uns selbst und diese ganzen Geschichten. Also da kann man schon einen sehr positiven Effekt auf den Menschen haben. So, da muss man nicht immer den technischen Fortschritt nehmen und versuchen, da irgendwie alles zu ersetzen und ja, das dann so als Ding zu nutzen, um sich wieder zu fixen, um sich wieder korrekt zu machen und so, sondern dass man einfach mal wieder versucht, zum richtigen Menschsein zurückzukommen, weil ich glaube, wir waren früher zum Beispiel auch Menschen, die sehr viele Dinge auch Heilmittel hatten, die jetzt nicht mit Pharmaindustrie zu tun hatten. So. Da gehen wir jetzt schon wieder quasi fast zu tief rein, aber ich glaube, bevor wir uns irgendwelche Chips und irgendwelche Roboterteile einpflanzen lassen, sollten wir mal wieder realisieren, was echtes Menschsein eigentlich bedeutet und mal checken, dass es da auch sehr viele Lösungen für sehr viele Probleme gibt. Im Endeffekt eine direkte Schnittstelle von unserem Gehirn zu digitalen Geräten wie euch haben. Hier fängt also jetzt der feuchte Traum von allen Cyberpunk-Szenarien an. Aber wir schauen uns heute jetzt mal endlich diese Dimension an, die wir bislang nicht so beleuchtet haben. Und zwar die Hacker-Perspektive. Sorry, wenn ihr medizinische Details wollt, seid ihr hier falsch. Ich bin kein Mediziner, ich bin ITler. Was also ein Hacker mit Geräten anstellen kann, haben wir ja schon... Einer schreibt gerade, Danny sagt gerade, solange der Chip nicht die Kontrolle über mich übernimmt, sondern mich nur unterstützt, wäre das eigentlich sehr interessant. Ja, Bro, natürlich. Also, ich verstehe, was du sagen möchtest, so, aber so, sobald du ein technisches Gerät, was man auf irgendeine Art und Weise dann auch immer anzapfen kann, so, das darf man sich nicht eintrichtern lassen, dass das safe ist, so. Dann ist die Wahrscheinlichkeit oder dann ist halt das Potenzial da, dass es auch angezapft wird und dann kannst du dich auch nicht mehr selber dagegen wehren, so. Weißt du, wie ich meine? Und deswegen, ich glaube nicht, dass das garantiert werden kann, dass da niemand irgendwie Zugriff drauf hat, so. Weißt du? Das kann dir keiner garantieren. Und auch so, diese ganzen Vorteile, die das mit sich bringt, ja, so, alles schön und gut. Aber wir können als Menschen auch mal wieder einfach weniger TikTok gucken und mal uns ein paar Bücher durchlesen und selber intelligenter werden, so weißt du? Da brauchen wir jetzt nicht den Zugang zu Google den ganzen Tag, wo eh 90% Fehlinformationen am Start sind. Gerade wenn es um die wirklich wichtigen Sachen geht, so. Gesehen. Aber was passiert, wenn wir einen Hacker potenziell an unser Gehirn lassen?
Denn mit Neuralink haben wir nun sogar technische Details, zumindest in Teilen, so wie ein Gehirn-Interface tatsächlich aussehen könnte. Genau, Security von Faxgeräten und die Security von Gehirnimplantaten in einem Jahr auf demselben Kanal. Wilde Zeiten. Neuralink verspricht Blinden wieder sehen zu können. Elon Musk, der hinter Neuralink steht, verspricht Gelähmten wieder gehen zu können. Das ist halt krass, so, ne? Parkinson und noch so viele mehr sollen der Vergangenheit angehören. Dank Neuralink. Neuralink ist ein Brain-Machine-Interface, also kurz BMI, also eine Schnittstelle zwischen Gehirn und Maschine. Großer Unterschied ist allerdings zu anderen Brain-Machines. Also bei so heftigen Sachen wie blinden Leuten oder Parkinson oder diesen ganzen Sachen, so, da bin ich dann auch wieder am Überlegen, so, weißt du? Kann man einem Menschen ein besseres Leben verschaffen, so, mit diesen Sachen, so, sollte man das dann benutzen? Hat Gott einen Plan dafür gehabt, warum manche Menschen manche Krankheiten bekommen sollten und dann eventuell andere Erfahrungen machen als andere Menschen? Schwierig bei solchen Themen. Was sagt ihr dazu, Chat? Interfaces, es ist invasiv. Also es wird wirklich per Operation in das Gehirn reingepflanzt. Das gibt es zwar auch schon, aber Neuralink hat hier einige technische Neuerungen am Start. Der N1-Chip, also das, was dahinter steckt, soll dabei vollständig im Schädel drin verbaut werden, also komplett kabellos, also vermutlich auch induktiv geladen werden und hat 64 Fäden, die mit insgesamt 1024 Elektroden die Gehirnaktivität. Und dann musst du deinen Kopf irgendwo an eine Ladestation dranhalten, damit das Ding geladen wird, oder was? Hält direkt am Subjekt messen und dann soll das Ganze sogar noch über eine App angesteuert werden können. Damit soll dann erkannt werden, was im Gehirn drinnen wirklich so abgeht und es sollen einzelne Hirnfunktionen sogar stimuliert werden können. Wir haben sowas zumindest in Ansätzen auch schon in meinem anderen Kanal getestet, aber natürlich ohne OP. Wir können nämlich heute schon Elektroden einfach direkt auf unseren Kopf kleben, dann die Gehirnaktivität messen und dann herausfinden, was mit dieser Hirnaktivität vielleicht gemeint ist. Steigt zum Beispiel die Aktivität in dieser Region hier ungefähr, dann heißt das, ich sehe etwas. Und das kann man wunderbar messen, indem man zum Beispiel ein schwarz-weiß blinkendes Bild zeigt, denn da sieht man einfach in einem Diagramm wirklich deutlich, wie die Aktivität in genau diesem Areal hoch und dann wieder runter geht. Dieser ganze Vorgang des Messens nennt sich Elektroenzephalographie, kurz EEG, habt ihr vielleicht schon mal gehört. Aber dadurch, dass sich natürlich die Signale durch den Schädel durch ausbreiten müssen und dadurch natürlich stark verwässern, habe ich an sich fast keine Chance mehr, hier wirklich genau die Aktivität in einer speziellen Region, geschweige denn von einzelnen Neuronen zu messen. Wollen wir also wirklich die Gedanken auswerten, die Träume erkennen, psychische Probleme wirklich tief verstehen, dann müssen wir ganz tief rein. Man muss... Dazu braucht man keinen Chip, meine lieben Freunde. Das mal schon am Rande. ...einzelne Neuronen in unserem Hirn messen können. Und dazu müssen die Messinstrumente eben durch den Schädel ins Gehirn rein, sprich die Elektroden müssen implantiert werden. Elektroden messen dann zum Beispiel, wie stark einzelne Neuronen in unserem Gehirn aktiv sind. Ist auch wieder nur eine Symptombekämpfung, eine heftige Art von Symptombekämpfung, aber der Ursprung wird auch da wieder einfach, also weißt du, von Krankheiten und von psychischen Problemen und so. Die Lösung soll dann ein Chip im Kopf sein. Nee. Und können dann darauf wiederum eine KI trainieren. Denn was wo eigentlich im Hirn liegt, das ist bei jedem Menschen anders und übrigens auch noch nicht so richtig fertig erforscht. Allerdings ist gerade vor... Bei so schweren Krankheiten ist die Frage echt schwierig, müsste mir da noch viele Gedanken dazu machen. Ja, das sind halt auch die Sachen, die dann auch nach vorne schieben, so, ne? Natürlich, damit die halt Menschen dazu bewegen, quasi so einen Eingriff zu tätigen und sich so ein Ding einzubauen. Wahrscheinlich dann schon auch für Vorsorge und sowas. Das sind halt dann, muss man echt aufpassen und versuchen auf sein Gefühl zu hören. Aber bei diesen ganz schweren Krankheiten, da bin ich auch. Also da kann ich jetzt auch kein Statement abgeben. In einem Monat die wohl größte Zusammenarbeit von europäischen Forschern zu Ende gegangen, die hier sehr, sehr viel beigetragen hat. Das Human Brain Project. Das verfolge ich seit dem Studium 2013 schon, bis eben dieses Jahr. Und die Ergebnisse sind wirklich faszinierend. Von detaillierten Karten, was wo eigentlich in unserem Hirn was tut, bis hin zu einer Plattform für Roboter mit künstlichen Gehirnen drin. Aber ja, das alles sprengt hier ein bisschen den Rahmen und...
Der Number Cruncher sagt gerade, es spielt übrigens keine Rolle, was wir von dem Chip moralisch halten, denn wenn sich dies einmal etabliert, beziehungsweise einige wenige nachweislich ihre kognitive Leistungsfähigkeit durch einen Chip exponentiell steigern können, werden die anderen, die sich weigern, einen massiven gesellschaftlichen Nachteil haben, da weniger Leistungsfähigkeit und damit auch nicht wirklich konkurrenzfähig, und so wird aus einem Novum die neue Norm und alle, die sich weigern, sind dann die Außenseiter. Zum Glück habe ich mich mit dem Außenseiterstatus schon so ein bisschen angefreundet, wenn ich das so sagen darf an der Stelle, dass mich das jetzt persönlich nicht mehr so wirklich interessiert und juckt, und zum Glück habe ich mir auch einen Bereich rausgesucht, den ich als meine Bestimmung sehe und den ich anstrebe zu tun in der Zukunft auch so, der nicht davon abhängig ist, ob ich einen Chip im Kopf drin habe oder nicht, Digga. Weißt du, wie ich meine? Weil ich mein Leben quasi der Menschlichkeit widme, runtergebrochen. So. Und für Menschlichkeit brauchst du keinen Chip, weißt du? Das zum einen. Zum zweiten ist das auch mit der ganzen KI-Entwicklung so. Und ja, ich glaube, das wird viele Menschen dazu treiben, das auch zu tun, was du sagst. Ich gebe dir hundertprozentig recht. Und wir leben in einer Welt, wo die meisten Leute nicht mehr sich wirklich Gedanken darüber machen, sondern einfach nur konkurrenzfähig sein wollen und mitmachen wollen und zur Masse dazugehören wollen und sich dann sogar eine Spritze in den Arm reinjagen für eine Bratwurst, wo nicht wirklich getestet wurde und nicht wirklich festgestellt wurde, was für Nebenwirkungen auftreten können in der Zukunft noch. So. Und deswegen, ja, viele werden da mitziehen. Ich weiß. Ich nicht. Natürlich ist das nicht marktreif. Wichtig ist allerdings, die 1024 Elektroden von Neuralink, die geben die Auflösung an, mit der man das Gehirn messen kann. Eine Operation am Gehirn ist allerdings nichts, was man leichtfertig macht. Zumindest ich nicht. Eingepflanzt wird derzeit das UTA Array, das eine offene Schnittstelle mit dem Gehirn erfordert und per Kabel mit dem Rechner verbunden wird. Was ist das für eine Werbung? Was ist das für eine Werbung, Bro? Die liegen da und strecken ihre Zunge aus und so eine große Frau spuckt die an. Guck mal, was das ist. Wir sind verloren. Eine offene Schnittstelle heißt hier eine offene Wunde am Gehirn. Das ist natürlich ein riesiges Entzündungsrisiko. Das UTA Array hat aber übrigens ebenfalls 1024 Elektroden, die hier messen können, was passiert. Bei Neuralink hingegen soll nicht mit nur Elektroden, sondern mit Elektrodenfäden gearbeitet werden, die sich eben mit dem Gehirn bewegen können, ohne das Ganze dabei zu verletzen. Geplant ist aber eine... Number Cruncher hat geantwortet und sagt, Leon, dir traue ich eventuell diese Standhaftigkeit noch zu, aber gesellschaftlich schau dir einfach TikTok an, was die Leute machen. Sie setzen sich auf Flaschen, Bro. Sie legen ihre Würde ab, für viel weniger, wenn man ihnen den Traum von Macht verkaufen kann. So viele werden sich drum reißen. Der Mensch sehnt sich nach Glückshormonen. Ich gebe dir leider... wirklich recht. Du hast das gut auf den Punkt gebracht, Bro. Ist so. Die Erhöhung der Auflösung auf 16.000 Elektroden, ohne dabei übrigens das Implantat größer zu machen. Das wäre mit dem UTA Array nicht möglich. 16.000 Elektroden bedeutet dann natürlich auch die 16-fache Auflösung und damit 16 mal mehr Details über einzelne Neuronen und damit natürlich sehr viel besser. Okay, das ist jetzt einiges an Info gewesen. Da wir aber, glaube ich... Werbung macht der Jutze noch hier zwischendurch. Für eine... und der Academy. Okay, zurück zu Neuralink. Neuralink ist also durchaus ein extrem spannendes Projekt. Es könnte die Hirnforschung massiv nach vorne bringen und uns helfen, uns selbst und unsere Gehirne besser zu verstehen. Das ist für mich zum Beispiel so eine paradoxe Aussage, so. Es könnte uns helfen, uns selbst und unser Gehirn besser zu verstehen, wenn wir uns irgendwas von außen in uns reinpflanzen lassen, was uns dann verstehen soll. Bro, du brauchst nichts von außen, um dich selbst besser zu verstehen. Du musst dich eher vom Außen abkapseln, um dich besser zu verstehen. Das Gegenteil von dem, was der gerade sagt, musst du tun, um dich besser zu verstehen.
Für eine leichtere Implantation wird übrigens von Neuralink sogar ein extra Roboter entwickelt, der den Eingriff schonender und genauer durchführt. Und damit hat es das Potenzial, schlimme Krankheiten zu verbessern. Operationen sind dann natürlich nur der Anfang. Aber auch durch die sogenannte Deep Brain Stimulation, also kleine Elektroschocks an die exakt richtigen Areale im Gehirn, bringen schon jetzt bei manchen Krankheiten eine Lösung. Zwangsstörung, Epilepsie oder auch Parkinson werden exakt in diesem Moment mit sogenannten Hirnschrittmachern behandelt. Auch das wäre grundsätzlich mit Neuralink möglich. Aber man darf hierbei auch die gesamte Kontroverse nicht vergessen. Wie gesagt, ich will mich hier gleich auf die technischen Details konzentrieren. Es gab einen deutlichen Aufschrei von ehemaligen Angestellten in Bezug auf die Tierversuche. Das ortet halt aus, Diggi. Weißt du, wie ich meine? Also ein gewisser technischer Fortschritt ist ja schön. Der kann auch Menschen helfen und so. Aber wir sollten es nicht übertreiben. Das ist immer das, wo ich sage, man muss die Kirche ein bisschen im Dorf behalten. The issue. Die natürlich vor den menschlichen Versuchen kamen. Es heißt, die Versuche seien unter Druck veranstaltet worden, wobei das Tier wohl massiv verletzt wurde. Vermeidbares Leiden und Töten sei hier... Tiere sind doch den Leuten eh nichts mehr wert. ...die Folge gewesen, heißt es. Deswegen gab es übrigens sogar eine Untersuchung. Und vielleicht habt ihr auch den Affen gesehen, der Pong mit seinem Gehirn spielt. Der hat eine ziemlich massive ethische Debatte ausgelöst, ob am Ende nicht nur die reichen und ohnehin schon mächtigen Menschen sich die immer besten Implantate für immer mehr Überlegenheit leisten können. Natürlich. Natürlich. Denkst du dann auf einmal, sind alle Menschen alle gleich viel wert? Dann sind wir alle in einer positiven Welt, wo der Tod von einem Menschen genauso viel wert ist wie der Tod von einem anderen Menschen. They don't give a fuck. So. They don't give a fuck. Ende wurde mit einem Achselzucken reagiert und das Ganze als ohnehin unaufhaltbar abgestempelt. Naja, und wie Cedric, ja wir heißen gleich, auf dem Kanal Dr. Watson in einem sehr guten Video demonstriert hat, ist Neuralink für medizinische Zwecke zwar eher universell veranlagt, aber noch nicht in der Lage mit... Da gibt's dann Chips, die wir uns als Normalbürger leisten können und dann gibt's nochmal die heftigen Chips so. Die kosten dann 1 Million, 2 Millionen, 3, keine Ahnung, so dass sich nur ein Millionär das sich leisten kann. Also ich bin gegen so eine Chips, sag ich dir ehrlich. In den Anwendungen mitzuhalten. Das System ist einfach noch nicht so gut getestet, die Laufzeit ist noch nicht so gut geklärt, aber technologisch ist das Ganze selbstverständlich extrem spannend. Und dennoch hat die FDA nun die Erlaubnis ausgesprochen, Versuche am Menschen durchzuführen. Für die Implantation des N1-Chips mit dem Roboter werden wirklich in diesem Moment Probanden gesucht. Das war vor einem Monat. Und deshalb unterhalten wir uns heute über die Sicherheit von einem N1-Chip in... Sonja sagt gerade niemals, ich traue meinem Seelenplan. Wenn ich krank werde und daran sterbe, ist das halt so. Punkt. Fühle ich. Im Gehirn. Wie wir... Everything happens for a reason and it's always a good one. Hörter. Trust the process. Be water, my friends. Kann der Chip Daten im Gehirn lesen und sogar Elektrostöße ausgeben, um unsere Neuronen künstlich zu aktivieren. Das kommt in etwa gleich mit dem Schreiben von Daten auf einer Festplatte, nur dass die Festplatte euer Gehirn ist. Kontrolliert wird das gesamte Gerät von einer mobilen App auf eurem Smartphone. Allerdings, wie ich euch das schon vorhin erzählt habe, müssen die Hirnsignale natürlich zuerst umgewandelt werden in Daten. Und Digi, das muss man doch einfach mal weiterdenken. Wenn du dein eigenes Gehirn dann oder den Chip, den du im Kopf drin hast, mit dem Smartphone steuern kannst. Wie schwer ist es dann noch, dass irgendein anderer mit seinem Smartphone dein Gehirnchip steuern kann? So? Oder derjenige, der die Technik erfunden hat, mit irgendeinem anderen Gerät das Ding... Bro, hör doch auf. Das passiert sogar schon auf dem Chip im Gehirn. Denn die Bandbreite von Bluetooth ist einfach zu gering, um die gesamten Rohdaten von eurem Gehirn zu übertragen. Eine KI auf dem Chip wandelt also die rohen Hirndaten um und schickt die dann wiederum an die App. Das führt allerdings leider schon dazu, dass der Chip ziemlich heiß werden kann und das kann bei Überbelastung eine Gefahr für das Gehirn werden. Aber durch diese ganze Debatte wissen wir, zur Übertragung wird Bluetooth wahrscheinlich verwendet und in der App kann ich einstellen, was gemacht werden soll. Bluetooth. Aus einer Sicherheitsperspektive ist also der Chip in eurem Gehirn ähnlich gut abgesichert wie eure Kopfhörer. Bluetooth ist zwar... So, ähnlich gut abgesichert wie eure Kopfhörer, Digga. ...weile ganz gut abgesichert, aber das heißt nicht, dass da nichts mehr passiert. 700... ...Sicherheits... Und trotzdem werden ganz viele Leute mitziehen. ...für Hacker gab es in der Vergangenheit in Bezug auf Bluetooth. Und natürlich kann jederzeit was Neues gefunden werden.
Das heißt aber natürlich nicht, dass die Hacker dann plötzlich in eurem Gehirn sind, sondern meistens eher, dass sie einzelne Gedanken in dem Fall abfangen können oder halt einzelne Neuronen in eurem Gehirn stimulieren, sprich aktivieren können. Gerade letzteres hört sich beängstigend an. Ein Hacker, der Dinge in mein Gehirn mit Elektroschocks reinpackt, will ich nicht haben. Aber kann ein Hacker mich dann wirklich Dinge denken lassen? In Cyberpunk 2077, ich zock das gerade massiv, gibt's einen sogenannten Quick Hack, sprich einen Angriff auf das Implantat, der die Leute dazu bringt, Selbstmord zu begehen. Das gibt's sogar im Spiel schon, der... Ach ja, Mädels, Jungs, komm, da muss ich doch nichts mehr zu sagen, oder? Alles möglich sein wird, das ist reine Spekulation. Eigentlich wissen wir das noch gar nicht, aber eigentlich... Eigentlich wissen wir das noch nicht, aha. ...dürfte niemals etwas verbaut werden, was theoretisch gefährlich hohe Stromschläge erzeugen könnte. Sprich, alles, was potenziell Schaden machen kann, wird einfach direkt von der Hardware blockiert und wird einfach gar nicht möglich gemacht. Trotzdem kann es natürlich übel enden, falls eine Fehlfunktion existiert, falls der Chip zu heiß wird oder. Und je nachdem, welche Funktion Neuralink am Ende unterstützen soll, könnte man das natürlich auch auslösen. In der aktuellen Phase kann Neuralink allerdings auch laut Musk zumindest noch nichts in die Richtung Gedanken kontrollieren oder ähnliches. Das Schlimmste, was geht aktuell, wäre das Deaktivieren des Schrittmachers im Hirn, der medizinisch nötig ist, wodurch dann Zwangsstörungen oder Parkinson wieder zurückkommen können. In der aktuellen Fassung. Wie sieht's aber mit der anderen Seite aus? Befehle sollen ja ohnehin von Neuralink an die App übertragen werden. Schaltet sich da ein Hacker dazwischen, dann könnte man ja eigentlich unsere Gedanken lesen. Denk jetzt nicht an... Frage ist auch, ob die Kontrollmechanismen und ob die Dinge, die möglich sind und nicht möglich sind, überhaupt dann auch richtig und vernünftig mit uns kommuniziert werden, so. Weißt du? Ich meine, so gut wie die, also man muss da, den Vergleich muss man ziehen, so gut wie die uns über die Corona-Impfung aufgeklärt haben im Vorhinein, also dass jeder quasi sich bewusst darüber war, was das eigentlich ist und was eventuell passieren kann. Wenn die das genau so machen, dann sind wir auf der sicheren Seite, Freunde. Dann sind wir auf der sicheren Seite, meine lieben Freunde. So. Aber wenn die das nicht machen, so, dann könnte es gefährlich werden. Sarkasmus. Rosa Elefanten. Oh, und schon weiß ich, an was ihr gerade gedacht habt. Spannenderweise gab es in letzter Zeit einige Versuche zum Thema Gedankenlesen. Wenn du noch ein Bratwürstchen dazu bekommst, dann ist sowieso vorbei. Dann sind sie alle dabei. Forscher der University Austin, Texas beispielsweise, haben ein Brain-Computer-Interface entwickelt, das gesprochene Sprache, also das, was ich gerade mache, und sogar dekodieren konnte mit einem EEG auf eurem Kopf. Und das komplett ohne eine Operation. Also nur mit diesen aufgeklebten Elektronen. Ein anderes Forscherteam hat aus Gedanken Bilder generiert, die man sich vorgestellt hat. Das könnt ihr euch vorstellen wie der Bildgenerator Dolly 3, der jetzt gerade in... Danny sagt, habe ich Bratwurst gehört? Komm, installier den Scheiß. So, hau rein da den Laden langer. Gib mir Bratwurst und ein Bierchen noch dazu, Digi, dann läuft der Laden. ...die Plus verfügbar gemacht wurde, nur dass eben gedachte Bilder als Eingabe genutzt wurden. Und natürlich wäre mit Neuralink noch sehr viel mehr denkbar. Träume rekonstruieren, eure tiefsten Sehnsüchte und eure ganz geheimen Vorlieben, die nicht mal abkennt. Zumindest, wenn das ausgebaut wird und mehr Teile des Gehirns abgedeckt werden. Och nö, Digga, dann können die sich auch mit dem Chip Pornos rein, dann ist die Männlichkeit komplett verloren. Sexroboter sind dann da, Liebesroboter, Pornos im Gehirn direkt mit Neuralink, Bro. Ach man, Digga, dann können wir uns gleich verbunden gehen, sag ich euch ehrlich. Wieder der Grund, warum ich 20 Kinder haben will, die normal sind. Selbst wenn ihr eine Schwachstelle in Bluetooth habt, müsste ein Hacker sich ziemlich in eurer Nähe befinden, um darüber irgendetwas abgreifen zu können. Denn die Reichweite von Bluetooth ist jetzt nicht gerade groß. Die meisten Hacker sind aber einige hunderte Kilometer entfernt. Und selbst wenn man annimmt, dass die Verbindung mitgehört werden kann, werden immer nur eure aktuellen Gedanken. Bro, was ist, wenn die Leute, die uns die Dinger einpflanzen oder die Leute, die diese Dinger gerade produzieren, die eigentlichen Hacker sind? Da hast du noch nicht drüber nachgedacht, mein Jutzer, ne? Musst du mal ein bisschen in die Schwurbel-Community reinkommen und mal ein bisschen weiterdenken. Weißt du, wie ich meine? Wenn du nur davon ausgehst, dass irgendwelche dubiosen Typen dann versuchen, sich in irgendein anderes Gehirn reinzuhacken, um dann Unfug zu treiben. So, was ist, wenn die Leute, die das Ding erfunden haben, schon die Dinger erfinden, um Unfug zu treiben? Übertragen. Und nur was gerade übertragen wird, kann mitgehört werden. Und ich bin ehrlich, wenn ich da draußen unterwegs bin, darf der Hacker dann auch gerne wissen, welchen Podcast ich mir gerade reinziehe, um mich von diesen ganzen Menschen da draußen abzulenken. Ja, die denken halt nicht so weit, Bro. Das ist schon ein Querdenker sein, Digga, damit du auf solche Conclusions kommst. Neuralink kann aber erstmal gar nicht alles lesen, sondern wird aktuell zumindest noch sehr, sehr spezifisch eingesetzt. Um zu lesen, was ich denke, müsste es eigentlich in einen ganz anderen Bereich meines Hirns implantiert werden. Schwurbel-Community, Alter. Ja, ich steuere mit Neuralink meine Beinprothese.
für das neue Knie, mit dem ich einen 10-Meter-Sturz überstehen kann. Dann ist das Einzige, was der Hacker lesen kann, ob ich mein Bein bewege oder nicht. Denkst du? Glückwunsch, das kann er sich auch einfach anschauen. Also, alles eigentlich gar nicht so schlimm? Das ist doch gar nicht so schlimm, Digi, passt schon. Leider doch. Die Cybersecurity-Probleme kommen in zwei anderen Formen, die ich ganz gerne schon jetzt ansprechen möchte, bevor es dann wieder zu spät ist. Wir starten mit... Stark. Jetzt fängt er auch an zu schwurbeln. Update-Debatte, die eigentlich schon jetzt aktuell sein sollte. Neuralink sucht gerade den ersten Menschen, um ihm einen N1-Chip zu implantieren mit 1024 Elektroden. Wir haben aber schon gehört, dass geplant ist, bald 16.000 Elektroden zu verwenden. Und der Name des Chips, N1, reicht eigentlich schon als Aussage aus. Hier wird es Fortschritte geben, das ist geplant. Technologien wie Bluetooth müssen ebenfalls ausgetauscht werden, beziehungsweise zumindest aktualisiert werden. Wenn man sich also ein technisches Gerät wie ein Smartphone kauft, dann muss man das austauschen, zumindest sobald man keine Sicherheitsupdates mehr bekommt, sonst läuft man Gefahr, eine Fehlfunktion zu haben oder gehackt zu werden. Im Gehirn ist sowas ein bisschen unangenehm. Man verpflichtet sich also quasi zu regelmäßigen invasiven Operationen am offenen... Ah, sowas wie ein Abo. Updates. Irgendwie weiß ich nicht, warum das so ist, aber ich komme immer wieder auf das Corona-Thema zurück, Digga. Impfung, Booster, 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 Booster. Ist ein Abo-Programm. Ah, verstehe, verstehe. Hier. Die Laufzeit von Neuralink ist bei weniger als 10 Jahren. Und wenn wir die Auflösung so betrachten, wie wir das bei Bildern oder Handykameras sehen, dann wird es natürlich nicht bei 16.000 Elektroden bleiben. Je mehr Elektroden, desto besser. Die Frage ist dann, was passiert, wenn sich jemand das Update nicht leisten kann? Was passiert, wenn der Support wie bei Smartphones einfach eingestellt wird? Dann wird er sozial ausgegrenzt, mein Jutster. Von dem Chip, den ihr in eurem Hirn habt. Auch ethisch gesprochen kann das zu Problemen führen. Wenn sich nur Menschen mit dem entsprechenden Großgeld einen starken Chip leisten können, führt das natürlich wie in Cyberpunk dazu, dass manche Menschen gut Tech haben und damit leistungsfähiger, intelligenter, schneller und... Und die meisten können sich nur den Android-Chip leisten und werden von Apple-Fans gemobbt. ...noch alles sind. Während andere natürlich Schwierigkeiten haben, sich überhaupt von unten hochzuarbeiten oder überhaupt weiter zu existieren. Das aus... Und man muss Medikamente nehmen, damit das nicht vom Körper abgestoßen wird. Digga, das ist eine safe Sache. Also wer sich den Chip nicht reingibt, der ist blöd. Geht ein wenig über den Scope des Videos hinaus, das überlasse ich gerne den Kommentatoren. Aber Sicherheitsupdates... Wenn du kein Abo abschließt, kommt dann immer Werbung im Kopf. Chat ist geil geworden jetzt gerade, fühle ich. Die derzeit für Smartphones eben nicht verpflichtend sind, sind nicht ausreichend. Die zweite Debatte ist die Neuralink-App. Und naja, die Verbindung von dieser Neuralink-App. Es ist leider quasi unmöglich, die offizielle App zu sehen oder sogar zu untersuchen. Trotzdem habe ich einige Berichte gelesen, wonach eine Cloud zur Verbindung genutzt werden soll. Zwischen zwei menschlichen Gehirnen oder zwischen Gehirn und Maschine. Wie akkurat das ist, ist natürlich fraglich, aber ein Brain-Machine-Interface ist eigentlich genau darauf ausgelegt. Wir haben einen Konflikt in der Bevölkerung, kein Problem. Wir werden ein neues Update releasen, um entsprechend wieder ein... einen kongruenten Zustand zu schaffen. Bitte gedulden Sie sich. Das sind die Durchsagen in der Zukunft, Digga. Oh shit, ich bin schon fast da jetzt. Also jetzt gerade fühle ich mich im Kopf, als ob ich schon da bin. Sein Gehirn mit dem Internet, einem Spiel oder anderer Software verbinden soll. Das führt natürlich dazu, dass es sowas wie Mods, Apps oder sogar einen ganzen App Store für dieses Brain-Machine-Interface geben soll. Krass. Und naja, wie auch bei Android oder iOS, sind natürlich Apps der größte Angriffspunkt für Hacker. Sprich, die fragen dann einfach nach Rechten. Sowas wie zum Beispiel bestimmte Datenquellen, visueller Cortex oder Gedächtnis. Und schon haben wir die ganzen Datenschutzprobleme. Und selbst wenn wir bei der Neuralink-App selbst sind, die hat ja schon Zugriff auf höchst private Daten direkt aus unserem Gehirn, die ich nicht einfach abstellen kann. Die will ich eigentlich nur ungern teilen. Das ist... Mann, das ist doch der Elon, Digga, dem musst du doch vertrauen. Der hat doch Twitter gekauft und da die Leute wieder freigegeben. Kinas, dem kannst du doch deine Gehirndaten ruhig anvertrauen. Alles gut. Das ist genau das, was Musk plant. Er sprach schon explizit von einer Art App Store, mit dem neue Sprachen oder Kampfsportbewegungen ins Hirn geladen werden sollen. Aber das ist zum Glück aktuell noch sehr weit entfernt. Momentan beschränkt sich das eigentlich alles auf eben diese Hirnstimulation oder vielleicht das Überbrücken von einem Stück Hirnmark. Momentan beschränkt sich sowas recht stark auf die medizinischen Anwendungszwecke und da ist jetzt nicht der Bedarf da, dass man sich alles modden möchte, zumindest noch nicht. Wo wir aber gerade schon dabei sind, für Elon Musk soll Neuralink, so wie es scheint, eher ein Lifestyle-Produkt sein. Ein Implantat. Lifestyle-Produkt? Für mehr Leistung mit breitem Zugriff auf das Gehirn. Das ist derzeit noch definitiv kein Thema in der Praxis. Neuralink konzentriert sich auf medizinische Anwendungsfälle. Gelähmte, Blinde, Parkinson. Aber in Zukunft eher auf Lifestyle so. Okay. Genau die richtige Schiene, die Jungs innen. Die wissen, was sie tun.
weiter. Leider werde ich nach den ganzen Interviews und Konferenzen, die ich für dieses Video hier gesehen habe, das gesamte Gefühl nicht los, dass diese Menschen als eine Art Testphase genutzt werden. Ihr Leiden wird gelindert, dafür dürfen die Daten für Forschung und Experimente genutzt werden. Ja, so wie mit Tieren. Wurden einfach ersetzt? Vom Gehirn. Das kann nur mein Eindruck sein, aber lasst uns einfach mal für einen Moment wirklich genau diesen Weg gehen, den Elon Musk sich erträumt. Nehmen wir einfach an, wir können eine neue Sprache, wie es hier heißt, in unser Gehirn laden. Aus einer Hackerperspektive kann ich dann aber auch andere Daten in mein Gehirn laden. Erinnerungen daran, wie ihr euch in den Heiratsschwindler zum Beispiel unsterblich verliebt habt und ihm all euer Geld gebt. Wünsche eurem Vergewaltiger zu daten. Das Bedürfnis... Oh shit. ...jetzt und sofort die Bootstrap Academy zu besuchen, um ein paar Programmierquizzes zu machen. Ihr versteht, was ich meine. Erstmal allen Frauen einprogrammieren, dass sie dich sexy finden. Ich küsse dein Herz. ...werden plötzlich schreiben und lesen von Gedanken, also die ersten Punkte, wieder relevant und sehr gefährlich. Und es stellt im tiefsten Inneren alles in Frage, wofür wir uns eigentlich halten. Und diese Macht möchte ich nicht in einer gewinnorientierten Firma sehen. Mal ganz abgesehen von den technischen Hürden, die da eben noch sehr lange nicht überwunden wurden. Und auch Szenarien vom Hochladen des Gehirns in irgendwelche Rechner sind ziemlich dystopisch, aber auch zum Glück noch sehr... Hochladen vom Gehirn in irgendwelche... ...entfernt. Sehr viel weiter, als sich der CEO von Neuralink sich das vorstellt. Trotzdem hier mal ein kleiner Denkanstoß. Nehmt mal für einen Moment an, ihr könnt euer Gehirn in den Rechner vor euch kopieren. Euer Smartphone. Oder klonen sogar, dann müsst ihr dabei nicht draufgehen. Nehmt dann an, ihr könnt die Taktrate für euer Gehirn auf Faktor 1000 stellen. Sprich, euer Gehirn im Rechner erlebt 1000 Sekunden in der Zeit, wo ihr eine einzige Sekunde erlebt. So, und jetzt kommt der lustige Teil. Dann nehmen wir einfach mal an, dieser Rechner gehört einem Menschen, der Gewinn machen möchte. I think in the future you'll be able to save and replay memories. You could upload, you could basically store your memories as a backup and restore the memories. Oh, nee, lass mal. Geil, Digga, Helge Schneider, Bro, Digga, fühle ich. Wenn ihr mir ganz kurz erlaubt, hier einen Vergleich zu ziehen. Entwicklung zu KI begann inoffiziell 1956, als Artificial Intelligence als Forschungsdisziplin anerkannt wurde. Damals nur ein feuchter Traum oder Albtraum. Heute ist das Ganze einsatzbereit, zumindest in gewissen Teilen. Vergleichbar dazu ist, was Neuralink tut, für mich zumindest. Invasive Brain Computer... Tu mal lieber die Möhrchen. Es sind seit 1978 im Einsatz. Im Jahr 2018 konnten 3 Menschen schon erfolgreich Gedanken austauschen. Sollte Neuralink, das ChatGPT der Gehirnimplantate werden und in 20 Jahren so massentauglich sein, wie ChatGPT das jetzt ist, dann müssen wir diese Probleme angehen und lösen. Aber momentan sind das nur Visionen eines Menschen, der vermutlich ziemlich viel Angst hat zu sterben. So wie die allermeisten von uns übrigens auch. Neuralink selbst. Ja, Digga, das ist auch eine große Geschichte auf jeden Fall. Mit diesem Sterben, dass Menschen Angst haben vorm Sterben, weil halt Menschen nicht mehr an höhere Dinge glauben und keinen Zugang mehr zu höheren Dingen haben und nicht mehr Vertrauen ins Leben, nicht mehr Vertrauen in die Quelle, die uns alle hierher gebracht hat und die Welt erschaffen hat. So. Weil wir alle nur noch in dieser materialistischen Welt leben und nur noch Wissenschaft glauben, Materialismus glauben und diese ganzen Sachen. So. Haben wir alle Angst vorm Tod bekommen und das treibt natürlich die Menschen dahin. Ey, dann kann ich mein Gehirn irgendwo hochladen, dann muss ich nie sterben, dann kann ich für immer leben und so. Willst du das überhaupt, ist die Frage. Könnte allerdings trotzdem eine extreme Hilfe für viele Bedürftige sein, aber ob wir uns... Diese Angst vorm Tod, so das ist einer der größten Kontrollmechanismen, das muss euch mal bewusst werden. So. Diese Angst vorm Tod und dieses Jagen nach Dingen in dieser Lebenszeit nutzen die Menschen, um euch zu kontrollieren. Ihr seid nicht frei. Lifestyle-Produkt ins Gehirn pflanzen wollen... Das wage ich in der momentanen Welt ein bisschen zu bezweifeln. Wenn ihr mehr über die technischen Details von EEGs und Co. wissen wollt, es gibt wie zu fast allem einen Kurs von mir in der Bootstrap Academy. Könnt ihr euch natürlich kostenlos ansehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Auf Wiedersehen, mein Jutster. Nicht schlecht. Haben wir mal gesehen hier, was hier läuft. Aber ich bin generell, muss ich ganz ehrlich sagen, ich mach da nicht mit, ich spiele da nicht mit so. Ich sehe da ich sehe das nicht als positive Entwicklung und ich sehe da auch keine Möglichkeiten und so. Ja, Digga, die machen uns so schmackhaft mit irgendwelchen Lösungen von irgendwelchen Krankheiten und so oder von irgendwelchen Defekten im Gehirn. Aber dafür gibt es auch jetzt schon Möglichkeiten. Dazu musst du dir nicht einen Chip reinjagen, der dann irgendwelche Updates bekommt und so ein Scheiß und... Eigentlich sollte das nur ein Lifestyle-Produkt sein. Das ist alles sehr, sehr, sehr dubios. Fallt darauf nicht rein, meine lieben Freunde. Schön Mensch bleiben. Wir wollen kein halb Mensch, halb Roboter. Diesen Transhumanismus wollen wir nicht unterstützen, meine lieben Freunde. Niemals nie. Und deswegen bleibt stabil. Eure Gedanken dazu unten in die Kommentare rein. Ich küsse eure Zirbeldrüse. Wir sehen uns im nächsten Video. Peace out.